Squid Game The Challenge, eine Reality-Spielshow in Anlehnung an die Serie Squid Game, startete im November auf Netflix. Nachdem alle Folgen ausgestrahlt wurden, wurde eine zweite Staffel dieser Show auch schon bestätigt. Ich hatte mir dann ganz zufällig ein Video vom Parabelritter angesehen, wo er ein bisschen über die Missstände von dieser Show gesprochen hatte. Und dann kam mir das Ganze wirklich auch ziemlich suspekt vor. Da hier eben genau das getan wird, was das Vorbild der Serie aufs Schärfste kritisiert hat. Dass Leute für Geld alles tun und dass andere Leute sich von diesem Leid entertainen lassen. Wenn ihr mehr zu der Kritik hören wollt, die vor allem die Teilnehmer auch an Netflix stellten, denn da gibt es jetzt im Moment Gerüchte, dass auch sogar Netflix verklagt werden soll, dann schaut gerne in das Video vom Parabelritter ein, das habe ich euch auch unten in der Beschreibung verlinkt. Ich möchte mich in diesem Video mehr auf die eben genannte Gesellschaftskritik konzentrieren, die Squid Game aufwirft. Übrigens ist dieses Video auch ein Auftakt zu einem neuen Format, was auf meinem Kanal stattfinden wird, und zwar das Format Hinterfragt. Hier geht es eben ganz genau darum, Filme, Serien, Animes eben hinsichtlich ihrer Message und ihren Hintergründen zu hinterfragen oder genauer zu analysieren. Das bedeutet auch, dass ich Videos mache, die einen höheren Rechercheaufwand haben. Ich würde mich also sehr über Feedback zu diesem Format freuen. Also interessiert euch das überhaupt? Findet ihr es spannend? Weil je nachdem, wie dann das Feedback ausfällt, werde ich natürlich dann auch gerne weitermachen. Und ja. Und Achtung, da ich einige Entwicklungen und Handlungsstränge innerhalb der Serie hier auch aufgreifen möchte in dem Video, wird es in diesem Video dann eben auch zu Spoilern zu Squid Game kommen. Squid Game ist eine Thriller- oder auch Dramaserie, die 2021 auf Netflix erschien. Sie stammt aus Südkorea und ist mit sehr vielen, sehr bekannten südkoreanischen Schauspielern besetzt worden. Wie beispielsweise Kong Yu, Lee Pyong Han oder der Schauspieler, der unseren Hauptcharakter spielt, Lee Jung Jae. Die Serie stieg rasant zu einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen aller Zeiten auf. Squid Game wurde laut einem GamesRadar-Artikel vom 28. Juli 2023 insgesamt 2,2 Milliarden Stunden gestreamt, hat über 265 Millionen Views und ist damit in beiden Kategorien der Spitzenreiter auf der Streaming-Plattform. Inhaltlich verfolgen wir unseren Hauptcharakter Ki-hun, der glücksspielsüchtig und gleichzeitig auch hochverschuldet ist. Er erhält von einem Mann in der U-Bahn eine mysteriöse Einladung, an einem Spiel teilzunehmen, bei welchem man eine Menge an Geld gewinnen kann. Und natürlich stimmt unser Hauptcharakter zu und findet sich in einem Wettkampf wieder, bei welchem er gegen 456 genauso verzweifelte Konkurrenten antreten muss. Der Hauptgewinn sind 45,6 Millionen Won, was in Euro ca. 33 Millionen sind. Die böse Überraschung ist allerdings, in diesem Spiel geht es um Leben oder Tod. Denn zum Schluss wird nicht nur ein Kandidat das Preisgeld erhalten, sondern auch der einzige sein, der sein Leben behält. Der Showrunner und Autor der Geschichte, Hwang Dong-hyuk, brauchte 12 Jahre, um seine Idee finalisieren zu können. Beziehungsweise bis ein Studio diese Idee annahm und dann eben auch produzieren wollte. Und er selbst hatte während der Zeit auch mit Geldproblemen zu tun. Sprechen wir jetzt genau über die gesellschaftskritischen Aspekte von Squid Game. Die Teilnehmer. Das Preisgeld spielt in Squid Game eine große Rolle. Dieses repräsentiert nämlich die Chance, die finanziellen Schulden auszulöschen und ein neues Leben starten zu können. Es herrscht nämlich das allgemeine Problem, dass die Mittelklasse immer weiter schrumpft und die Ungleichheit dafür immer mehr steigt. Geld wird zu einer Obsession für die Charaktere von Squid Game. So weit, dass sie sogar bereit sind, sich gegenseitig zu töten. Die Show betont vor allem, wie Geld unsere Moral und unsere sozialen Bindungen bricht. Mit Absicht wurden eben auch Kandidaten gewählt, die der marginalisierten und der verletzlichen Gruppe der Gesellschaft angehören, welche häufig auch vom System unterdrückt werden. Die Spieler werden entmenschlicht, indem sie auf Nummern reduziert werden, alle grüne Sportanzüge tragen. Interessant ist ebenfalls auch, dass die Mitarbeiter Masken und Anzüge tragen, sodass auch ihre Identität versteckt bleibt und sie quasi zu einer anonymen Masse werden. Das Spiel. Das Spiel repräsentiert das liberale kapitalistische System, das ja eigentlich als ein meritokratisches System verkauft wird, also ein System, bei welchem Leistung und Verdienst Menschen dementsprechend belohnt. Das eigentlich fair klingende System ist jedoch eher das genaue Gegenteil, da entsprechende Parameter Einfluss auf unseren Erfolg haben. So behaupten zum Beispiel auch viele Südkoreaner,
Koreaner, dass der Aspekt, dass man aus einer wohlhabenden Familie kommt, schon sehr viel Einfluss auf das spätere Leben haben kann. Allein, dass deine Chancen schon viel besser stehen. Die Kontrolle über die Mehrheit liegt in den Händen von wenigen. Und diese bestimmen dann eben die Regeln für die Unterschicht. Und um eben erfolgreicher in diesem System zu sein, braucht man Geld. Viel Geld. Denn genau dieses ist in der Lage, scheinbar alle Probleme zu lösen. Die Trostlosigkeit der Situation und vor allem die der Situation der Teilnehmer steht im starken Kontrast zu den strahlenden Farben, die die Serie ständig begleiten, sowie den Kinderspielen, die die Teilnehmer quasi auch nachspielen. Es wird ja quasi auf die positiven und eigentlich auch sehr unschuldigen Erinnerungen der Kindheit getrampelt. Diese unschuldigen Erinnerungen werden quasi mit Blut bespritzt und mit Toten übergossen. Wolfgang M. Schmidt geht sogar in seiner Kritik zu Squid Game so weit, dass er Squid Game in einem Aspekt mit dem Holocaust vergleicht. Zitat: Squid Game zeigt uns, wie Menschen in einem unmenschlichen System ihre Menschlichkeit aufgeben. Was ja eben auch in dem Sinne sehr oft im Holocaust passiert ist. Natürlich eben mit der Ausnahme, dass die Leute in Squid Game mehr oder weniger freiwillig sich für das Spiel entschieden haben, während natürlich die Opfer des Holocaust keine Wahl hatten. Die Charaktere. Andy Penn hat in seinem Artikel die Charaktere von Squid Game in Archetypen der kapitalistischen Gesellschaft geteilt. Und das fand ich ziemlich genial, deshalb möchte ich es hier auch gerne in diesem Video aufgreifen. Die Wachen und der Frontmann. All die maskierten Charaktere können die Administratoren des kapitalistischen Systems darstellen. Sie sind die Ausführer der Regeln und die Personifikation der Legislative. Sie sorgen also dafür, dass Regeln befolgt werden und sichern gleichzeitig auch die Oberschicht davor ab, ihre Macht zu verlieren. Sie sind gesichts- und namenlos, da eben auch die Gesetze gesichts- und namenlos sind. Denn Gesetze müssen unparteiisch und gerecht sein und auf jeden innerhalb des Systems angewendet werden können. Sie sind pflichtbewusst, streng und emotionslos. Der alte Mann Oil Nam. Er ist die Verkörperung der Oberschicht, also der 0,01% der kapitalistischen Gesellschaft. Sein Charakter stellt die Elite dar, die aufgrund ihres grenzenlosen Reichtum schon gar keine Menschlichkeit mehr sieht und Menschen auch eher als Objekte betrachtet. Das ist eben genau der Punkt, wo Geld auch kein Glück mehr kaufen kann. Und man sucht quasi nach etwas, was einen entertainen kann oder was einem gar irgendwie Bedeutung schenkt. Das zeigt sich eben ganz besonders da gut, wenn wir ihm zusehen, wie er an den Spielen teilnimmt. Also die anderen bangen da wirklich um ihr Leben, haben wirklich Todesangst. Und er hat einfach die Zeit seines Lebens. Übrigens, Il Nam heißt auf Koreanisch so viel wie erster Mann. Irgendwie witzig, oder? Der Protagonist Song Gi-hun. Er ist quasi das Porträt der Alltagsperson. Er hat Fehler gemacht, schlechte Lebensentscheidungen getroffen, doch ist im Kern eigentlich ein guter Mensch. Interessant ist auch, dass eben im Vergleich zu den anderen seine Motive noch viel nobler sind. Denn statt Reichtum strebt er eigentlich eher an, das Sorgerecht für seine Tochter bekommen zu können. Allerdings bringt ihn seine gute Herzlichkeit auch innerhalb dieser Gesellschaft leider öfter in Schwierigkeiten. Er macht schließlich auch eine Entwicklung durch, dadurch, dass er am Ende der Serie seine Haare rot färbt, was sinnbildlich dafür steht, dass er gegen das System rebelliert und ausbrechen will. Vor allem in der koreanischen Gesellschaft ist so eine gewisse Einheitlichkeit eigentlich sehr wichtig. Man möchte eigentlich wirklich vermeiden, dass man groß heraussticht aus der Masse. Und mit den roten Haaren erreicht man da eben auf jeden Fall das Gegenteil. Der Betrug. Cho Sang-woo. Sang-woo porträtiert mehrere Dinge gleichzeitig. Zum einen, dass Intelligenz einem leider auch nicht alle Türen öffnet, dass Gier für einen der Untergang sein kann und dass ein Verräter quasi in jeglicher Form erscheinen kann. Eigentlich ist er ja eher das Paradebeispiel für das Idealbild innerhalb der asiatischen Gesellschaft. Er ist sehr gebildet und hat ja auch eigentlich was aus seinem Leben gemacht. Sang-woo hat allerdings seine Werte aus den Augen verloren, sich damit in Schwierigkeiten gebracht und ist zusätzlich dazu bereit, alles für das zu tun, was er erreichen will. Egal, ob er dabei Leichen am Wegesrand hinterlässt. Der ausländische Arbeiter Abdul Ali. Er repräsentiert eben die ausländischen Arbeiter, die geholfen haben, jenes Land aufzubauen, wo sie damals emigriert sind. Mit ihrer Unschuld und aber auch ihrer Naivität werden sie leider häufig von der Gesellschaft ausgenutzt und schlecht behandelt. Der koreanische Flüchtling Kang Se-byeok. Sie porträtiert eben die geflüchteten Menschen aus Nordkorea, die in das Nachbarland reisten, in der Hoffnung, dort ein besseres Leben führen zu können. Doch die Realität ist allerdings eine andere. Häufig werden nämlich ehemalige Nordkoreaner und Koreanerinnen
eben von der südkoreanischen Gesellschaft diskriminiert. Die Opportunistin Han Min-yo. Sie repräsentiert diejenigen, die schlau sind, aber allerdings nicht die finanziellen Mittel hatten, ihr Potenzial auszunutzen. Sie ist quasi genau das Gegenteil von Sang-woo. Sie kann sich also nur auf Möglichkeiten und Manipulation verlassen. So schafft sie es dann schließlich, sich ihren Weg zu den letzten 17 Teilnehmern zu bahnen. Bildsprache. Der Schlafsaal. Er repräsentiert quasi die kapitalistische sozioökonomische Hierarchie. Vor allem auch Leitern sind oftmals eine Metapher für sozialen Aufstieg. Umgekehrt leben eben diejenigen, die an der Spitze dieser Leiter stehen, in ständiger Angst vor dem Zorn derer, die unter ihnen stehen, da sie ohne die Kooperation ihrer Untergebenen eben keinen Ausweg finden. Das goldene Sparschwein mit dem Preisgeld. Dieses Sparschwein hängt quasi ständig über den Köpfen der Teilnehmern, um sie ständig an das Ziel zu erinnern. Interessant ist auch, dass im Laufe der Zeit immer mehr Betten entfernt werden, was auch eben bildlich darstellen soll, wie viele Teilnehmer bereits ausgeschieden sind, beziehungsweise halt tatsächlich gestorben sind. Und gleichzeitig werden auch immer mehr diese Piktogramme an den Wänden sichtbarer, welche Hinweise auf die Spiele geben. Da frage ich mich, ob die Bedeutung eventuell sein könnte, dass je höher man steigt, desto mehr Vorteile hat man. Also quasi je mehr Leute man aus dem Weg geräumt hat, desto mehr kann man erreichen. Die Treppenstufen. Da rede ich von diesen labyrinthartigen, bunten Treppen, die ständig gelaufen werden, wenn man halt zu dem nächsten Spiel möchte. Sie dienen eben als eine Übergangszone von den düsteren, monotonen Schlafsälen hinüber zu den bunten Spielen. Sie veranschaulichen auf eine Weise die Sehnsucht nach einer anderen Welt, aber zeigen auch eben ganz deutlich wieder die Hierarchie auf, indem man ganz viele Treppen ständig auf- und wieder absteigt. Die Spiele. Schrille Farben, Kinderspielzeuge, Spielplätze und eben auch dieses sehr kindliche Umgebungsdesign, was wir bekommen. Das ist vor allem bei den ersten Spielen so. Sehr interessant ist auch die Kulisse von dem Rummelspiel, wo eben die nachgebauten Häuser der Teilnehmer sind, wo sie ihre Kindheit verbracht haben. Wie sadistisch und böse ist das denn? Dann eben auch in Kombination mit diesem gefakten Sonnenuntergang, dieses rot-gelbe Licht, was irgendwie die ganze Zeit so bedrohlich innerhalb dieser Kulisse ist, eben auch vorausdeutet, was für schreckliche Dinge eben noch im Laufe dieses Spieles passieren werden. Gehen wir weiter und sprechen über die historischen Hintergründe. Was wird hier eigentlich quasi so von der Geschichte Südkoreas innerhalb dieser Serie alles aufgegriffen? Altersarmut. Die Altersarmut liegt in Südkorea wohl bei über 47%. Zumindest war das 2019 so. Es ist auch scheinbar so, dass in vielen Unternehmen ältere Mitarbeiter auch durch jüngere ersetzt werden, was eben auch die Altersarmut unter anderem erklärt. Und in der Serie sehen wir zum Beispiel auch, dass die Mütter von Ji-hun und Sang-woo beide noch hart am Arbeiten sind, obwohl sie ja eigentlich schon längst in dem Rentenalter wären. Die asiatische Finanzkrise von 1997. Viele Koreaner litten unter dieser und darunter eben auch Ji-hun, welcher bei einer Firma arbeitete, wo er allerdings dann eben entlassen wurde, wie viele andere Mitarbeiter auch. Das war tatsächlich das Schicksal vieler Koreaner. Also in dieser Zeit verloren wirklich fast 2 Millionen Menschen ihre Arbeit. Auch die Suizidrate stieg in dieser Zeit drastisch an. Es scheint eben auch eine große Schere zwischen Arm und Reich zu geben. Ji-hun versuchte sich auch ein eigenes Business aufzubauen, das jedoch scheiterte, wodurch er sich letztendlich auch immer mehr verschuldete. Das ist eben auch das, was vielen Koreanern und Koreanerinnen damals, glaube ich, passierte. Und die Auswirkungen der asiatischen Finanzkrise sind sogar zum Teil noch Jahrzehnte später spürbar. Imperialismus. Wir sehen in der Serie, wie amerikanische VIPs nach Südkorea reisen, um eben sich diese Show, also dieses Spiel anzusehen. Ja, im Prinzip sehen sie dabei zu, zur Unterhaltung, wie koreanische Leben ausradiert werden. Sie lassen sich zusätzlich dann eben von Koreanern und Koreanerinnen bedienen, das sogar auf sexueller Ebene. Und vor allem hier wird auf das kolonialistische Mindset abgespielt, bei welchem sogar der Körper des koreanischen Mannes, im Beispiel von hier, von Squid Game, als Eigentum der amerikanischen VIPs angesehen wird. Der Koreakrieg. Vor allem wird das durch Sebyoks Geschichte dargestellt. Es tut mir übrigens leid, wenn ich ihren Namen falsch ausspreche. Ich habe da ein bisschen Schwierigkeiten. Ihre Mutter ist immer noch in Nordkorea und ihr Bruder in einem Kinderwohlfahrtszentrum in Südkorea. Die Auswirkungen des Koreakrieges werden aber auch durch den Frontmann und seinen Bruder dargestellt. Also der Bruder war ja der Polizist, in dem der Frontmann seinen eigenen Bruder eben erschießt. Da beide quasi auf unterschiedlichen Seiten stehen. Das ist eben auch eine Referenz des Bruderkrieges, den quasi Nord- und Südkorea in den 50er Jahren führten. Fazit. Nach allem, was ich euch jetzt erzählt habe,
erscheint euch das Squid Game The Challenge nicht auch ein wenig paradox? Denn im Prinzip bestätigt diese Serie, aber auch ihr Erfolg, genau die Gesellschaftskritik, die eben ihre Vorlage Squid Game an die Zuschauer gerichtet hatte. Auch wenn Squid Game The Challenge natürlich nicht dieselbe Art von Teilnehmern und oder schreckliche Konsequenzen hat, bleibt es trotzdem eine interessante Beobachtung. Wir, wie die tatsächlichen VIPs, schauen dabei zu, wie Menschen für Geld wirklich ans Äußerste gehen. Wie sie sogar zum Teil körperliche Schäden als Konsequenzen tragen, unter enormem psychischen Druck gestellt werden oder zum Teil vor einem Millionenpublikum blamiert werden. Alles eben mit dem Hintergedanken, das Ganze so nah wie möglich an dem Serienvorbild zu halten. Wer also einen besonders dramatischen Tod inszeniert, wenn er eben ausscheidet, der kann mit Screentime belohnt werden. Und das spielt eben auf einen zweiten großen Aspekt dieser Show an, welcher bei Squid Game eben nicht da war. Wie sich nämlich alle Teilnehmer gleichzeitig um die Aufmerksamkeit der Zuschauer buhlen. Eine Komponente, die hier zusätzlich hinzukommt, denn die erhaltene Screentime ermöglicht einem potenziell Fame. Es gibt sogar Stimmen, die das Ganze als unethisch bezeichnen würden. Und das kann ich irgendwie wirklich nachvollziehen. Ich finde, das Ganze ist eine nette Beobachtung der Entertainment-Industrie, aber auch ihrer Zuschauer. Und gleichzeitig ist es sehr schade, dass diese Show so eine Umkehr der bitteren Satire über den rücksichtslosen Spätkapitalismus darstellt. Es ist auf eine bittere Weise sehr ironisch, wie die enthaltene Gesellschaftskritik von Squid Game an der Stelle so ignoriert wird. Ich möchte das Ganze an der Stelle gar nicht zu sehr verurteilen. Ich möchte das eigentlich hier mehr als einen Gedanken, als eine Beobachtung stehen lassen und einfach etwas zum Nachdenken anregen. Also, was ist eure Meinung zu Squid Game The Challenge? Habt ihr es euch angeschaut? Würdet ihr es gerne noch schauen? Diskutieren wir gerne dazu und zu den eben genannten Punkten in den Kommentaren. Ihr findet all meine genutzten Quellen in der Beschreibung und könnt da gerne noch ein bisschen weiter nachlesen, falls ihr Interesse habt. Ansonsten würde mich natürlich noch sehr eure Meinung zu diesem Videoformat interessieren, vergesst das auch nicht zu schreiben. Ich wünsche euch jetzt einen noch sehr, sehr schönen und angenehmen Tag und sage an der Stelle ciao!